Okay, dann weiter geht's. Wir werden heute dann noch den Themenbereich dieses multidimensionalen Vektorquantisierung abschließen und werden dann im zweiten Teil übergehen zu dem eigentlichen Teil, wo es dann sich nur noch drehen wird um statistische, stochastische Spracherkennung, so wie man das heutzutage macht. Wir hatten letztes Mal aufgehört mit einer Aufgabe. Da ging es darum, dass man diese zwei Techniken zur Beschleunigung, die man da mal kennengelernt hatte, beim Finden der k-nächsten Nachbarn, anwenden sollte auf die Auswertung einer Gauss-Mixtur. Wir hatten gesehen, wenn wir eine einzelne Gauss-Glocke möglichst schnell auswerten wollen, dann kann man das dadurch machen, indem man einfach im Log-Bereich rechnet, dass man nicht mehr eine Wahrscheinlichkeit ausrechnet, sondern eine logarithmierte Wahrscheinlichkeit, und dann spart man sich die E-Funktion und das ist schon der Hauptrechenaufwand. Übrig bleiben dann nur so zwei Matrixmultiplikationen, einmal Vektor von links ran, einmal Vektor von rechts ran, die ja Matrix dran multipliziert. Bei der Gauss-Mixtur geht das halt leider nicht mehr. Wenn ich da logarithmiere, habe ich dann stehen sowas wie Logarithmus von der Summe aus Exponentialfunktionen. Und Logarithmus von der Summe können wir nicht auflösen. Die Aufgabe war jetzt, okay, was kann man trotzdem machen, wenn man jetzt eine Gauss-Mixtur möglichst schnell ausrechnen möchte. Der Hintergedanke ist, dass man sich auf die Art und Weise so ein bisschen auch den Bogen spannt und klar macht, was das Ganze letztendlich mit k-nächsten Nachbarn auch zu tun haben könnte. Und dass diese ganzen Techniken aus der Vektorquantisierung, aus dem k-nächsten Nachbarn, dass man die auch übertragen kann, wenn man hinterher mit Gauss-Mixturen rechnet. Die Hinweise, die gegeben waren, waren also, die Ausrechnung der Gauss-Mixtur muss nicht mehr exakt sein. Ich will also eine Beschleunigung haben auf Kosten des Ergebnisses. Und dann muss man sich überlegen, okay, wie kann ich diese Techniken bei k-nächster Nachbarn jetzt anwenden auf Gauss-Mixturen? Wo habe ich da bei einer Gauss-Mixtur gegebenenfalls Referenzvektoren und was will ich machen? Ist irgendjemand eine schlaue Idee gekommen, was man machen könnte? Wie man sowas machen könnte? Wie kann ich jetzt eine Gauss-Mixtur möglichst schnell ausrechnen? Keiner eine Idee gehabt. Die erste Sache ist, wir wollen es approximieren. Wir wollen nur noch ein ungefähres Ergebnis haben und wir wollen nicht mehr das exakte Ergebnis haben, dafür wollen wir es schnell haben. Das Schwierige bei der Gauss-Mixtur ist das Auswerten der E-Funktion. Das heißt, wir müssen irgendwie auf Teufel komm raus es vermeiden, eine E-Funktion auszurechnen. Wenn ich eine Summe habe, dann kann ich nicht mehr in den logarithmischen Bereich gehen. Das ist das, was mich davon abhält, die E-Funktion loszuwerden. Das heißt, ich muss irgendwie die Summe loswerden. Was ist eine einfache Art und Weise, die Summe loszuwerden? Bei einer Gauss-Mixtur. Wie werde ich die Summe los? Ich habe da eine Summe von mehreren E-Funktionen stehen. Ich will keine Summe mehr ausrechnen. Also werte ich nur noch eine E-Funktion aus. Und nicht mehr die Summe. Dann kommt natürlich nicht mehr dasselbe raus, als wenn ich die Summe ausrechne. Es kommt was Falsches bei raus, nur eine Approximation dieser Gauss-Mixtur. Jetzt ist natürlich der Trick, welche E-Funktion nehme ich nur noch her? Natürlich muss ich die so wählen, dass der Fehler, den ich mache, möglichst klein wird. Und wie wird der Fehler möglichst klein? Also welche E-Funktion gegeben, ein bestimmtes x, für den ich den Wert der Gauss-Mixtur ausrechnen will. Welche E-Funktion nehme ich mir also her am besten? Welche von den 15 Gauss-Glocken, die ich habe, nehme ich mir jetzt her, um den Wert der Gauss-Mixtur für diesen einen bestimmten Wert x, für diesen einen Vektor x auszurechnen? Welche Gauss-Glocke nehme ich mir da? Was heißt mit dem höchsten Grad? Ja gut, aber die haben ja alle die gleiche Potenz, das ist ja eine lineare Summe. Die Gauss-Glocken unterscheiden sich ja nur durch ihre Mittelwerte und ihre Varianz. Naja, was ich brauche, ist eher die Gauss-Glocke, für die x den höchsten Wert haben wird, voraussichtlich. Warum? Wenn man sich so eine Gauss-Glocke anschaut, die fällt ja in der Regel
an den Rändern hin ab. Die wird irgendwo in der Mitte einen hohen Wert haben. Und wenn man sich schnell wegbewegt von dem Mittelwert, wird in der Regel die Werte relativ schnell kleiner werden. Jetzt so eine Gauss-Glocke, so eine Gauss-Mixtur, da liegen halt jetzt irgendwo hier Gauss-Glocken in den Räumen rum und ich habe ein x. Dieses eine x wird relativ nah an irgendeiner Gauss-Glocke liegen und da wird es den höchsten Wert haben. Und die alle anderen Gauss-Glocken liegen vermutlich meistens schon relativ weit weg, sodass die einen deutlich geringeren Anteil an der Summe haben werden. Das heißt, was ich also brauche, ist die Gauss-Glocke, die am nächsten jetzt dran liegt an diesem x. Und dann nehme ich nur diesen Wert dieser einen Gauss-Glocke, die am nächsten dran liegt. Für unterschiedliche x werden das unterschiedliche Gauss-Glocken sein. Und ich nehme dann den Wert der Gauss-Glocke für dieses x, für der Gauss-Glocke, die am nächsten dran liegt, und sage, das ist halt die, die am nächsten dran liegen soll. Und das ist der Wert, der dann für die Gauss-Mixtur ist. Das heißt, die Summe aller anderen Gauss-Glocken, die nicht am nächsten dran liegen, ausgewertet an der Stelle x, ergibt dann den Fehler, den ich machen werde. In der Praxis wird man feststellen, dass der in der Regel nicht so hoch ist, weil die Gauss-Glocken meistens schon relativ weit voneinander im Bereich entfernt liegen. Okay, ich brauche also die Gauss-Glocke, die am nächsten dran liegt. Nach welchem Distanzmaß denn? Welches Distanzmaß wird denn bei einer Gauss-Glocke verwendet? Ich habe einmal den Abstand zum Mittelwert. Je näher ich an dem Mittelwert dran liege, desto höher wird der Wert sein der Gauss-Glocke. Das andere ist natürlich die Varianz. Ob ich jetzt eine sehr spitze oder eine sehr flache Gauss-Glocke habe, macht natürlich auch einen Unterschied. Ja, das ist ja gerade die Mahanalobis-Distanz, die im Exponenten steht, die genau beides berücksichtigt. Das heißt, ich könnte jetzt einfach unter der Mahanalobis-Distanz diejenige Gauss-Glocke raussuchen, die am nächsten dran liegt, sprich die Gauss-Glocke, die im Exponenten den höchsten Wert für diesen Vektor x haben wird. Da muss ich wieder Distanzen ausrechnen. Wenn ich Distanzen ausrechnen will, welches ist der erste Beschleunigungstrick, den ich anwende? Ich suche also nach der mit der kleinsten Distanz. Was mache ich also wieder? Welche Beschleunigungstechnik? Wenn ich das jetzt für mehrere ausrechnen muss und mich dann entscheiden muss, welches ist das mit der kleinsten Distanz? Ist also, genau, Early Abortion ist wieder die erste Beschleunigungstechnik. Und die zweite Beschleunigungstechnik war dieses Baumverfahren, das man jetzt anwenden könnte, dass man wieder auf die Gauss-Glocken, die Repräsentanten dieser Gauss-Glocken, dieses Verfahren anwenden könnte und dann mehr den Raum geschickt organisieren, so dass ich dann auch nicht mehr Distanzen zu allen ausrechnen muss, sondern vielleicht nur zu einer Untermenge, weil ich weiß, gemäß der Aufteilung des Raumes wird das in dem Bereich liegen, kommen noch überhaupt diese Untermenge an Gauss-Glocken in Frage, zu denen suche ich dann die geringste Distanz und mache das Ganze mit Early Abortion. Und auf die Art und Weise habe ich halt eine Approximation für den Wert einer Gauss-Mixtur, den ich sehr, sehr, sehr schnell ausrechnen kann im Vergleich zur vollständigen Auswertung der Gauss-Mixtur. Und in der Praxis zeigt sich, dass der Fehler, den man dann hinterher macht, vernachlässigbar gering ist, in der Regel zum Beispiel dann hinterher beim Spracherkenner keine Auswirkungen mehr haben wird auf die Wortfehlerrate. Das Interessante ist halt auch, man sieht auch hier im Prinzip die Analogie fast so einer Gauss-Mixtur zu den k-nächsten Nachbarn. Dass man jetzt also den Raum irgendwie aufspannt, aber nicht mehr mit euklidischen Distanzen, sondern mit echten Mahanalobis-Distanzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur einzelne Gauss-Glocken verwenden würde und ich zum Beispiel anhand des Wertes der Gauss-Glocken klassifizieren würde, also angenommen, ich habe einen Vektor, ich will wissen, welches Phonem ist es, für jedes Phonem habe ich eine Gauss-Glocke trainiert, dann würde ich das mit k-nächsten Nachbarn so machen, dass ich halt Repräsentanten hätte und würde halt gucken, welches ist der am nächstgelegene Repräsentant, zu welchem Phonem gehört er, das ist das Phonem, für das ich klassifiziere. Im naiven Bayes-Klassifikator würde ich das so machen, indem ich Wahrscheinlichkeiten ausrechne, indem ich also für jede Phonemklasse eine Wahrscheinlichkeit trainieren würde, so eine Gauss-Glocke, und dann gucken würde, wo ist denn die Auswertung der Gauss-Glocke am höchsten, gegebenenfalls noch gewichtet mit der a priori Wahrscheinlichkeit. Und dieses Ausrechnen der Gauss-Glocke und wo ist das am höchsten, das ist dasselbe wie k-nächster Nachbar, halt nur mit Mahanalobis-Distanz entsprechend. Und halt die Vektoren so gewählt, dass die Trainingsdaten halt nach Maximum Likelihood eine Gauss-Glocke dort aufspannen. Ist also im Prinzip alles gar nicht so weit voneinander entfernt. Es ist alles ein bisschen mehr ausgefuchster, aber am Ende ist es ein ganz einfacher
einfaches Pattern-Matching, das man da macht, nur dass man halt ein bisschen unscharf mit Wahrscheinlichkeiten rechnet. Wir hatten letztes Mal schon gesagt, Vektorquantisierung, was wir manchmal halt gerne wollen, ist, dass wir aus diesem kontinuierlichen Vektorraum, diesem R hoch n, zurückgehen wieder auf was Diskretes. Dass wir diskrete einzelne Vektoren haben. Dann kann man zum Beispiel Sachen vorberechnen, man spart Speicherplatz, man bei der Repräsentation der Daten, man spart Rechenzeit, wenn ich Sachen vorberechne und ich zum Beispiel wenig Rechenleistung zur Verfügung habe. Und wenn man mal so Repräsentanzvektoren hat, dann kann man mit sowas wie k-nächsten Nachbarn zum Beispiel dann klassifizieren. Das, was wir bisher noch nicht behandelt haben, ist, wo kriegen wir denn diese Referenzvektoren her? Und das nennt man in der Regel das Problem der Vektorquantisierung. Ist dann nicht so sehr die Frage, wie quantisiere ich hinterher, das macht man mit k-nächsten Nachbarn oder einen nächsten Nachbarn, sondern die Kunst ist, wo bekomme ich diese Referenzvektoren μ her? Wie bei der normalen Quantisierung im Eindimensionalen mit den bei der Digitalisierung, wenn man da die Werte quantisiert, kommt es zu Quantisierungsfehlern und man versucht jetzt diese Quantisierungsfehlern, die man auf repräsentativen Daten dann hinterher hat, möglichst klein zu halten. Und um diesen Quantisierungsfehler möglichst klein zu halten, muss man halt diese Repräsentanzvektoren μ geeignet auswählen. Die naive Idee ist halt, dass man seinen Raum gleichmäßig aufteilt in so ein Gitter, ähnlich wie mit den gleichverteilten Stufen bei der Wertequantisierung. Und dann einfach pro Kästchen, das man da hat, legt man in die Mitte einen Repräsentanten und ordnet die Sachen dazu. Das führt natürlich nur dann zu einem möglichst kleinen erwarteten Quantisierungsfehler, wenn meine Daten auch wirklich gleichmäßig über den gesamten Raum verteilt sind. Das ist in der Praxis natürlich häufig nicht der Fall. Häufig sieht das dann zum Beispiel eher so aus wie da rechts, dass es Bereiche gibt, in denen sich sehr viele Daten tummeln und es Bereiche gibt, in denen sich nie bis selten Daten tummeln. Und da wäre es natürlich schön, wenn man jetzt diesen summierten Quantisierungsfehler klein halten möchte, dass man diese Bereiche, in denen sich viele Vektoren tummeln, möglichst gut auflöst und die Bereiche, in denen man überhaupt nie Daten sehen wird, grob auflöst. Und eine Möglichkeit, wenn man jetzt solche Trainingsdaten gegeben hat, die repräsentativ sind für die Daten, die ich nachher bei der Quantisierung erwarte, eine Möglichkeit jetzt da geschickt Vektoren reinzulegen, ist der K-Mittelwerte-Algorithmus. Beim K-Mittelwerte-Algorithmus sagt man, man hat Trainingsdaten, die sind repräsentativ und ich weiß, ich suche K-Referenzvektoren, sprich zum Beispiel K-Quantisierungsstufen, wenn ich pro Quantisierungsstufe einen Repräsentanten haben möchte. Die Trainingsvektoren sind nicht klassifiziert. Ich weiß also nicht für jeden Trainingsvektor, zu welcher Quantisierungsstufe soll er denn gehören. Also macht man als erstes eine zufällige Initialisierung dieser K-Referenzvektoren. Man legt die zufällig irgendwo in den Raum. Dann im nächsten Schritt macht man die Klassifikation, die Quantisierung. Man ordnet jeden Trainingsvektor seinem Repräsentanten zu, der am nächsten dran liegt. Jetzt hat man also pro Repräsentant eine Gruppe von Trainingsdaten, die diesem Repräsentanten zugeordnet wurden. Und anhand dieser Trainingsdaten berechnet man jetzt jeweils einen neuen Repräsentanten, indem man einfach den Mittelwert dieser Trainingsdaten zum Beispiel nimmt. Bekommt dann einen neuen Satz von K-Repräsentanten und dann fängt man an zu iterieren. Man ordnet wieder zu, bekommt wieder eine neue Zuordnung der Repräsentanten zu den Mittelwerten, lässt wieder einen neuen Mittelwert ausrechnen pro Klasse und so weiter und so fort. Und das kann man dann entweder machen für eine feste Anzahl an Iterationen, bis man keine Lust mehr hat, oder man kann feststellen, dass die durchschnittliche Distanz, der durchschnittliche Quantisierungsfehler einen bestimmten Schwellwert unterschreitet, oder ich kann feststellen zum Beispiel, dass sich die Lage der Repräsentanten, die ich in jeder Iteration neu ermittle, sich gar nicht mehr oder nur noch geringfügig ändert. Das Ganze ist häufig ein Beispiel für ein unüberwachtes Lernverfahren. Was macht dieses Lernverfahren unüberwacht? Warum ist es unüberwacht, das Lernverfahren? Ja?
Genau, die Trainingsvektoren sind nicht klassifiziert, man weiß nicht, zu welchem Repräsentanten es gehört. Warum ist dieses Lernverfahren, wenn man genau hinschaut, doch nicht 100% unüberwacht? Wo habe ich Überwachung? Die Überwachung steckt schon im Namen des Verfahrens. Genau, der Parameter K, wo kriege ich den denn her? Ich muss als Mensch vorher vorgeben, wie viele Quantisierungsstufen denn hinterher rauskommen sollen. Das lernt das Verfahren nicht selber anhand eines Kriteriums. Das heißt, man hat da so eine minimale Überwachung schon dabei, wo der Mensch eine Designentscheidung treffen muss. Man kann jetzt dieses Finden der Repräsentanten auch auf eine unüberwachte Art und, auf eine überwachte Art und Weise machen. Das Ganze nennt sich dann lernende Vektorquantisierung. Es gilt wieder, ich will I-Referenzvektoren finden für K-Klassen, wenn ich also zum Beispiel pro Klasse mehr als einen Referenzvektor zulasse. Und ich habe wieder eine Menge von Trainingsdaten, die repräsentativ sind für die Daten, die ich hinterquantisieren möchte. Und diesmal weiß ich auch für jeden Trainingsvektor, zu welcher Klasse soll er denn zugeordnet werden. Und jetzt kann man wieder ein iteratives Verfahren haben, um ideale oder möglichst gute, hinreichend gute Repräsentanten zu finden. Im ersten Schritt initialisiere ich wieder beliebige Repräsentanten zufällig. Dann für jedes Trainingsdatum führe ich die Klassifikation durch, zu welchem Repräsentanten wird es denn zugeordnet. Und dann, je nachdem, ob die Entscheidung, die dabei getroffen wird, ist korrekt ist oder falsch ist, ob es also dem richtigen Repräsentanten gemäß der Supervision des Labelings zugeordnet wird oder nicht, fange ich dann an, die Repräsentanten zu verändern. Wenn also die Klasse richtig ist, wenn also das Trainingsdatum XI der richtigen Klasse zugeordnet wird, dann bewege ich den Repräsentanten so ein kleines Stück in die Richtung dieses Trainingsdatums. Wenn das nicht der Fall ist, wenn also die Klasse XI der falschen Klasse VI zugeordnet wird, dann bewege ich den Repräsentanten VI ein bisschen weg von dem Vektor XI. Und das Ganze iteriere ich und dann Abbruchdingungen wie immer. Ich habe genug iteriert, die Änderung ist nicht mehr groß genug, der Fehler, den ich bekomme, ist klein genug. Und man kann das auch so machen, dass man zum Beispiel am Anfang dieses Verschieben, um wie viel verschiebe ich denn den Repräsentanten entweder hin zum Trainingsdatum oder weg vom Trainingsdatum, dass ich dieses, um wie viel ich den verschiebe, dieses ein bisschen, im Laufe der Zeit immer kleiner werden lasse. Und so irgendwann auch Konvergenz erzwinge. Davon gibt es dann ein paar Unterarten. Man kann dann jetzt anfangen, die Regeln, wann und wie ich einen Repräsentanten während des Trainings verschiebe, zu ändern. Zum Beispiel kann man sagen, wenn ein Repräsentant richtig klassifiziert wurde oder ein Trainingsdatum richtig klassifiziert wurde, dann verändere ich den Repräsentanten nicht mehr. Ich fange jetzt nur noch an, Repräsentanten zu verschieben, wenn ein Trainingsdatum falsch verklassifiziert wird. Schiebe den hin. Und kann ich noch weiter einschlagen, eingrenzen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich gucke mir die nächsten beiden Repräsentanten an, die an dem Trainingsdatum XI liegen. Seien jetzt VJ und VK, erstnächster nach Vektor, zweitnächster Vektor. Und sage, okay, wenn die sich unterscheiden, dann berechne ich überhaupt erstmal nur neu. Wenn die beiden zur gleichen Repräsentanten der gleichen Klassen sind, lasse ich alles so, wie es ist. Und ich berechne den auch nur dann neu, wenn einer der beiden Repräsentanten mindestens die richtige Klasse war. Plus, ich berechne die auch nur dann neu, wenn X irgendwie zwischen diesen beiden Repräsentanten lag. Auf die Art und Weise schränke ich sozusagen die Art und Weise ein, wenn Repräsentanten nicht so häufig durch die Gegend geschoben, sondern ich begrenze mich mehr so auf pathologische Fälle. Oder man kann das Ganze dann noch ändern, indem ich diese Bedingung, dass die Klassen der beiden am nächsten gelegenen Repräsentanten unterschiedlich sein soll, dass ich die weglasse. Das ist dann die nächste Abart von
LVQ von der Learning Vector Quantization. Und da gibt es auch noch ein paar andere Spielereien, wie man das machen kann. Das sind alles so Details. Je nachdem, welche Daten ich habe, kann man das eine oder das andere besser funktionieren. Das Interessante an diesem Learning Vector Quantization ist, der Algorithmus, so wie er hingeschrieben wurde, ist eigentlich relativ klar und leicht nachvollziehbar. Das Ganze ist in Wirklichkeit auch oder kann auch dargestellt werden als ein einfaches neuronales Netzwerk. Ist so ziemlich mit eines der einfachsten neuronalen Netzwerke, die man aufbauen kann. Und das macht man so, dass man hier bei der Eingabe des neuronalen Netzes den Vektor hat, den Eingabevektor, das Trainingsdatum, das ist d-dimensional. Die Trainingsdaten werden der Reihe nach in diesem Neuron angelegt. Und oben als Ausgabe habe ich meine Referenzvektoren, auf die ich die abbilden kann. Und hier ist jedes Neuron mit jedem Referenzvektor verbunden. Und wenn ich mir dann zum Beispiel anschaue, nur die Verbindung der Eingabeneuronen zu einer bestimmten Klasse J, dann kriegen die Gewichte, W1 J bis WN J, Klasse J, Dimension 1 bis, das müsste eigentlich D sein, bis Dimension DJ. Und diesen Vektor an Gewichten, den kann ich als Referenzvektor auffassen. Und den kann ich dann als Referenzvektor auffassen, wenn ich da oben bei der Berechnung der Ausgabe des Neurons J das so berechne, wie das Distanzmaß, das ich jetzt bei der Quantisierung verwenden würde. Angenommen, ich nehme das euklidische Distanzmaß, dann könnte ich hier in J mit dem Gewichtsvektor und dem Eingabevektor einfach die euklidische Distanz zu diesem J ausrechnen. Und ich sage, das Neuron gewinnt halt immer, das den kleinsten Wert hat, was die kleinste Distanz hat. Und wenn ich das mache, habe ich hier ein neuronales Netz, das bei gegebenen Gewichten halt gerade diese Klassifikation durchführt. Gewichtsvektor wird zu seinem nächstgelegenen Repräsentanten zugeordnet. Oder wenn ich trainiere, kann ich das so machen, hier lege ich Repräsentant an, schaue unter den aktuellen Gewichten, die meine Referenzvektoren bestimmen, welches ist die Klasse, die gewinnt. Und wenn es die richtige ist, dann werden halt die Gewichte zu dieser Klasse entsprechend in die richtige Richtung verschoben. Wenn es der falsche ist, werden sie entsprechend weggeschoben. Und auf die Art und Weise hat man ein relativ einfaches neuronales Netz, das halt die Vektorquantisierung lernt und auch hinterher als neuronales Netz die Vektorquantisierung durchführt. Und hat im Prinzip schon alles, was man so von einem Multilayer-Perzeptron her kennt, wie das hinterher auch trainiert wird mit Backpropagation etc. So die Grundzüge liegen da alle schon in dem Ding drin, ist aber trotzdem ein sehr einfaches Netz. Die interessante Frage wäre jetzt, wenn man Learning Vector Quantization sich anschaut und Vektorquantisierung und K-nächster Nachbar oder auch K-Mittelwerte, um Repräsentanten zu finden, ist natürlich die Frage, ist das überhaupt noch relevant? Heutzutage automatische Spracherkenner arbeiten mit einem kontinuierlichen Eingaberaum, mit so einem R hoch N. Da wird in der Regel nichts mehr quantisiert, da wird direkt mit dem R hoch N gerechnet. Also könnte man sagen, ja, das ist doch völlig uninteressant für moderne Spracherkennungssysteme. Und da gibt es jetzt einen Trick, wie man die Sachen trotzdem verwenden kann. Wie man eine einzelne Gauss-Glocke schätzt, das wissen wir. Also eine einzelne Gauss-Glocke, wenn ich da Mittelwert und Varianz berechnen will, ich habe Trainingsdaten, ich weiß, die gehören zu der Gauss-Glocke, schätze ich einfach drauf. Mittelwert, arithmetisches Mittel, Kovarianzmatrix, halt die erwarteten Abweichungen jeweils der Kovarianzen der unterschiedlichen Dimensionen. Was mache ich aber bei einer Gauss-Mixtur? Wie schätze ich denn die Parameter einer Gauss-Mixtur? Ist ja blöd. Da kann ich nicht einfach arithmetisches Mittel nehmen, da kriege ich ja nur aller Trainingsdaten, da kriege ich ja nur einen Mittelwert raus. Ich brauche aber 15 Mittelwerte. Ich brauche 15 Kovarianzmatrizen. Ich habe Trainingsdaten, ich weiß, diese Trainingsdaten wurden von dieser Gauss-Mixtur hervorgebracht, aber ich weiß nicht, von welcher Gauss-Glocke die hervorgebracht wurden. Wenn ich also, sagen wir mal, die Trainingsdaten den einzelnen Gauss-Glocken zuordnen könnte, dann könnte ich wieder Mittelwert bilden, Kovarianz und einfach Anteil in den Trainingsdaten, Verhältnis zueinander, wären die Gewichte der einzelnen Gauss-Glocken. Kann ich aber nicht.
Weiß ich nicht. Ich weiß hinterher in der Regel nur, ich habe hier eine Gauss-Mixtur und das sind die Trainingsdaten, die dazugehören. Wenn man jetzt K-Mittelwerte als Werkzeug in der Hand hat, was könnte man da machen? Ja, mit K-Mittelwerte könnte man dann relativ einfach sich schon mal Parameter von so einer Gauss-Mixtur schätzen lassen. Angenommen, ich habe eine Gauss-Mixtur mit 16 Gauss-Glocken, ich habe jede Menge Trainingsdaten, die, von der ich weiß, die wurden von dieser Gauss-Mixtur hervorgerufen, dann lasse ich doch jetzt mal 16 Mittelwerte drauflaufen auf den Trainingsdaten. Was kommt heraus? 16 Vektoren. Was mache ich mit diesen Vektoren? Was kann ich die nehmen für in meiner Gauss-Mixtur? Logischerweise. Das Ding heißt schon 16 Mittelwerte. Wofür nehme ich sie dann? Genau, nehme ich für die Mittelwerte meiner Gauss-Glocken. Habe ich also immerhin schon mal 16 Mittelwerte in meiner Gauss-Mixtur. Jetzt brauche ich noch eine Kovarianzmatrix, 16 Stück davon, und ich brauche noch Gewichte. Wo kriege ich meine Kovarianzmatrix her? Naja, wenn ich jetzt 16 Mittelwerte habe und ich lasse kein nächster Nachbar drauflaufen, zum Beispiel mit einer euklidischen Distanz. Was sagt mir das denn? Sagt mir für jeden Trainingsvektor, okay, du gehörst zu Wert 1, du gehörst zu Wert 13, du gehörst zu Wert 14. Das heißt, ich kann die Trainingsdaten dann erstmal diesen 16 Mittelwerten zuordnen lassen. Dann kann ich ganz normal für jede Gauss-Glocke auf den ihr zugehörigen Trainingsdaten, zum Beispiel eine Kovarianzmatrix, ausrechnen lassen. Habe ich meine 16 Kovarianzmatrizen. Fehlen mir nur noch die Gewichte. Was kann ich mit den Gewichten machen? Wo kriege ich die her? Das ist ganz einfach. Ich weiß ja, welches Trainingsdatum gehört zu welcher Klasse, zu welcher Gauss-Glocke. Ich weiß, wie viele Trainingsdaten zu welcher Gauss-Glocke gehören. Also teile ich einfach für die erste Gauss-Glocke 23 von 1000 Trainingsdaten zugewiesen worden. Also ist das Gewicht der Gauss-Glocke 23 durch 1000. Und so mache ich das für alle Gauss-Glocken. Und auf die Art und Weise habe ich schon mal eine relativ einfache Schätzung für die Parameter meiner Gauss-Glocke. Jetzt mache ich statt der euklidischen Distanz die Mahanalobis-Distanz. Muss ich halt noch nicht nur Vektoren initialisieren, sondern muss ich auch Kovarianzmatrizen pro Vektor initialisieren. Initialisiere ich wieder irgendwie zufällig in einem vernünftigen Bereich und lasse K-Mittelwerte laufen. Und jedes Mal mache ich nicht nur die Neuberechnung des Mittelwertvektors, sondern ich mache jedes Mal auch die Neuberechnung der Kovarianzmatrix anhand der zugeordneten Trainingsdaten. Und auf die Art und Weise habe ich dann einen iterativen Algorithmus, der mir schon relativ einfach und gut die Parameter so einer Gauss-Mixtur schätzt. Und wir werden später sehen, dass dieser Algorithmus letztendlich nichts anderes ist als ein Spezialfall eines Algorithmuses, der sich Expectation Maximization nennt. Und auf die Art und Weise kann ich dann für meine Gauss-Mixtur entsprechend Parameter schätzen, ohne dass ich darauf angewiesen bin, zu wissen, welche Gauss-Glocke hat denn jetzt welches Trainingsdatum hervorgebracht. Das also mal im Hinterkopf behalten, wenn es hinterher darum geht, wenn ich ein Spracherkennungssystem so richtig von Grund auf trainieren möchte. Wir machen jetzt an dieser Stelle einen Schnitt. Wir verlassen jetzt den Bereich des allgemeinen maschinellen Lernens mit k-nächster Nachbarn und Quantisierung und Vektorquantisierung und was eine Gauss-Glocke ist und eine Gauss-Mixtur ist und sammeln jetzt diese ganzen Grundbausteine zusammen und machen den nächsten Schritt hin zur statistischen Spracherkennung. Wir schauen uns ab jetzt an, wie funktioniert ein modernes Spracherkennungssystem für Erkennung kontinuierlicher Sprache mit großem Vokabular im Rahmenwerk der statistischen Klassifikation. Und dafür gibt es ein schönes Tutorial, das ich jedem wärmstens ans Herz lege. Es nennt sich ja Tutorial on Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition. Von diesem Tutorial ist ungefähr die erste Hälfte relevant.
Der Rest hinterher, wenn es dann darum geht, um die Anwendung der Hidden Markov-Modelle in Spracherkennung, das Ganze ist ein bisschen veraltet inzwischen. Das werden wir hier moderner, neuer durchdiskutieren. Aber der Teil, der sich damit beschäftigt, was sind Hidden Markov-Modelle, wie funktionieren sie, welche Probleme gibt es da, wie kann ich die Probleme lösen, ist nach wie vor aktuell und ich persönlich finde den sehr gut geschrieben. Ich habe mir da vieles hier von der Vorlesung rausgenommen und da sollte man sich ruhig mal in einer ruhigen Stunde, ruhigen zwei Stunden hinsetzen und dieses Tutorial mal durcharbeiten, damit man den Bereich der Hidden Markov-Modelle wirklich gut versteht. Die Motivation für die Stochastik in der Spracherkennung hatten wir schon gesagt. Am Ende läuft alles immer hinaus auf Variabilität. Spracherkennung ist schwierig wegen der Variabilität. Menschen sprechen dieselben Sachen immer ständig unterschiedlich aus. Sie werden unterschiedlich aufgenommen durch unterschiedliche Mikrofone, Räume etc. etc. Und beim Dynamic Time Warping hatten wir schon gesagt, berücksichtigen wir das alles nicht. Das Einzige, was wir beim Dynamic Time Warping berücksichtigen, sind unterschiedliche Sprechgeschwindigkeiten. Das ist die einzige Variabilität, die wir da berücksichtigen. In Wirklichkeit gibt es noch viel mehr Variabilität. Es gibt zum Beispiel Variabilität bei der Einstellung der Artikulatoren. Das sorgt dafür, dass hinter der Merkmalsvektor, der extrahiert wird und zu einem bestimmten Phonem gehört, immer etwas anders aussieht, wenn ich das wieder und wieder und wieder spreche. Und er sieht erst recht deutlich anders aus, wenn unterschiedliche Sprecher ihn sprechen. Beim Dynamic Time Warping kann man ein bisschen was machen darüber, indem man erstmal Mittel bildet über mehrere Beispielmuster. Also statt für ein Wort ein Referenzmuster aufzunehmen, nehme ich für ein Wort mehrere Referenzmuster auf und nehme dann den Durchschnitt davon. Dadurch kann ich schon mal anfangen, ein bisschen so die Variabilität über Sprecher hinweg einzufangen, indem ich so eine Art Durchschnittssprecher bilde. Und ich kann die Variabilität damit einfangen, indem ich zum Beispiel eine Mahanalobis-Distanz nehme, um die Differenz, die Distanz zwischen zwei Vektoren beim Dynamic Time Warping zu messen, statt der einfachen euklidischen Distanz. Aber selbst wenn ich das mache, bleiben noch einige unschöne Probleme übrig. Wir hatten schon gesagt, beim Dynamic Time Warping muss man im Wort oder muss man mindestens jedes Wort im Vokabular einmal gehört haben. Es muss mindestens einmal gesprochen werden. Wenn ich das jetzt sprecherunabhängig haben will und also ein Mittel bilden will über mehrere Sprecher, müsste ich also jedes Wort von mehreren Sprechern mehrmals vorlesen lassen. Bei sehr großem Vokabular, 10.000, 60.000, 300.000 Wörtern, ist das einfach völlig illusorisch. Dann mit der Mahanalobis-Distanz modelliere ich nur die Varianz um einen Mittelwert herum. Wir hatten zwar gesagt, viele natürliche Prozesse sind normal verteilt, aber wir hatten auch gesagt, bei der Spracherkennung ist das häufig nicht der Fall. Deswegen hatten wir die Gauss-Mixtur-Verteilung eingeführt, weil man damit jede beliebige Wahrscheinlichkeitsverteilung abbilden kann. Das heißt, wir haben was Besseres als die Mahanalobis-Distanz, aber das können wir in diesen DTW nicht wirklich einbauen. Und plus, dieser DTW arbeitet nur, oder das One-Stage Dynamic Programming arbeitet nur mit einer relativ einfachen Grammatik. Ich habe also keinerlei gute Informationen da drin stecken, die mir sagt, welche Wortfolgen wahrscheinlich sind und welche Wortfolgen eher unwahrscheinlich sind. Was wir also letztendlich hätten, wir hätten gerne so ein Framework, wo wir nicht jedes Wort mindestens einmal aufgenommen haben wollen. Wir wollen vielmehr mit kleineren Einheiten arbeiten, deren Anzahl so klein ist, dass ich von mehreren Sprechern möglichst viele Aufnahmebeispiele aufnehmen kann und die so flexibel sind, dass ich letztendlich jedes beliebige Wort aus ihnen zusammensetzen kann. Ich möchte diese Varianz der Ausprägung der Merkmalsvektoren auf möglichst komplexe Art und Weise modellieren. Und ich möchte auf möglichst komplexe Art und Weise modellieren, welche Wortfolgen sind zulässig in einer Sprache und wahrscheinlich, welche Wortfolgen kann es überhaupt nicht geben. Und dafür verwendet man halt bei modernen Spracherkennungssystemen Stochastik und insbesondere sehr viel Hidden Markov-Modelle. Die Stochastik wird schön durch eine einfache Formel ausgedrückt. Nennt sich die Fundamentalformel der automatischen Spracherkennung. Und wenn etwas Fundamentalformel heißt, dann kann man sich vorstellen, dass das Ding eminent wichtig ist. Also das ist eine Formel, die sollte man, auch wenn sie einfach aussieht, wirklich durchdrungen und verstanden haben und alle Aspekte dieser Formel kennen. Was besagt uns diese Formel?
Was wir suchen bei der Spracherkennung ist eine Wortfolge. Wir suchen die Wortfolge, die gesprochen wurde. Und jetzt brauchen wir ein Kriterium, anhand derer wir uns unter allen möglichen Wortfolgen, die es geben kann, für die Wortfolge, die wir erkennen wollen, entscheiden wollen. Und dieses Kriterium ist eine Wahrscheinlichkeit. Wir suchen nach der wahrscheinlichsten Wortfolge, gegeben eine Aufnahme. Das hier, diese X, ist unsere Aufnahme, in der Regel also unsere Merkmalsvektoren, wie sie aus der Vorverarbeitung rauskommen. Ich habe irgendeinen magischen Mechanismus, der mir berechnet für jede Wortfolge, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dieser Wortfolge gegeben meine Ausgabe X. Und jetzt maximiere ich dieses Argument so, indem ich die Wortfolge wie Dach suche, die diese Wahrscheinlichkeit maximiert. Das ist das, was der argmax-Operator macht. Das Argument Maximum variiert dieses Argument W in allen möglichen Wortfolgen und dieses argmax spuckt dann aus, W-Dach ist die Wortfolge, die diese Wahrscheinlichkeit maximiert. Das Dumme ist, wir kennen keinen vernünftigen Mechanismus, um direkt diese Wahrscheinlichkeit P von W gegeben X berechnen zu können. Was wir deshalb machen ist, dass wir die Base-Formel anwenden. Wir wenden die Base-Formel an, wir formen das hier um anhand der Base-Formel. Aus dem P von W gegeben X wird P von X gegeben W mal P von W durch P von X. Das heißt, ich muss irgendwie in der Lage sein zu berechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Wortfolge W die Aufnahme, die ich beobachtet habe, X hervorgebracht hat. Dann brauche ich eine Wahrscheinlichkeit dafür, die mir sagt, diese Wortfolge W, wie wahrscheinlich ist das überhaupt, dass das eine Wortfolge ist, die gesprochen wurde. Völlig unabhängig davon, was ich gehört habe. Nur diese Wortfolge, unabhängig von der Akustik, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass diese Wortfolge in der Sprache vorkommt. Und das Ganze wird noch geteilt durch die A priori-Wahrscheinlichkeit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Wortfolge überhaupt vorkommt. Dass diese Aufnahme überhaupt vorkommt, unabhängig dafür, welche Wortfolge sie hervorgebracht hat. Einfach erstmal nach Base umgeformt. Und was einem jetzt sofort auffällt, ich will dieses Ding maximieren. Der Nenner ist konstant. Das X wird ja nicht variiert. Das Einzige, was variiert wird, wird das W. Wenn ich also den Quotienten maximieren will, reicht es aus, dass ich den Zähler maximiere, weil der Nenner konstant ist. Das heißt, ich kann den Zähler wegstreichen und kann sagen, ich will jetzt nur noch dieses Produkt aus diesen beiden Wahrscheinlichkeiten maximieren. Und diese beiden Wahrscheinlichkeiten bekommen Namen. Das hier nennen wir das akustische Modell und das hier nennen wir das Sprachmodell. Akustische Modell deshalb, weil es ein generatives Modell ist, das mir sagt, gegeben eine Wortsequenz, wie wahrscheinlich ist es, dass dann eine bestimmte Aufnahme hervorgebracht wird. Und das hier heißt im Englischen Language Model. Da haben wir wieder das Language Speech und im Deutschen alles Sprache-Problem. Das hier sagt mir einfach nur aus, für die Sprache, wie wahrscheinlich ist die Wortfolge. Das heißt, wenn wir jetzt einen Spracherkenner bauen wollen, der das hier macht, müssen wir im Prinzip nur die Komponenten dieser einzelnen Formel implementieren. Wir brauchen irgendwas, das uns diese Wahrscheinlichkeit, die akustische Modellwahrscheinlichkeit ausrechnet. Wir brauchen etwas, das die Sprachmodellwahrscheinlichkeit ausrechnet. Und dann müssen wir irgendwie diesen Argument-Maximum-Operator implementieren. Jetzt kann man sich vorstellen, angenommen, ich lasse zu, dass meine Wortfolgen zusammengesetzt sein dürfen aus 300.000 Wörtern. Ein Vokabular aus 300.000 Wörtern. Wenn ich da mir die Menge aller möglichen Wortfolgen, die ich bilden kann, anschaue, die ist verdammt groß. Das heißt, diese Argument-Maximumsbildung klingt schon mal nach einem sehr schwierigen Problem. Und dann brauche ich noch eben Modelle, die das hier auch schnell und in annehmbarer Zeit hinreichend genau modellieren und berechnen. Und am Ende spielt das alles irgendwie hinterher zusammen. Man muss die Modelle so wählen, dass diese Argument-Maximumsbildung immer noch möglich ist. Und da diese Argument-Maximumsbildung nicht in allen Details immer so möglich ist, wie man das will, weil es sonst zu lange dauern würde, muss man dann anfangen, irgendwo bei den Modellen auch noch Abstriche zu machen und Kompromisse einzugehen. Wenn man das Ganze jetzt in ein Blockschaubild zusammenfasst,
dann transformiert sich diese Formel sofort in dieses Bild. Die Erkennung, die Suche nach der wahrscheinlichsten Wortfolge, das ist unser Argument Maximum. Vorne rein kommt Sprache. Die durchläuft die Vorverarbeitung, die wir schon kennengelernt haben. Es werden Merkmale extrahiert. Und hier am anderen Ende von der Suche kommt raus die wahrscheinlichste Wortfolge W-Dach. Und diese Argument Maximums Bildung, diese Suche, das Dekodieren, das bedient sich des akustischen Modells, des Sprachmodells und dann haben wir hinterher noch so etwas wie ein Wörterbuch. Das hat zwei Aufgaben. Das steht so ein bisschen zwischen Sprachmodell und akustischem Modell. Das Wörterbuch selber kann einmal ein Aussprachewörterbuch sein, das uns sagt, für bestimmte Wörter, mit welchen Phonemen werden sie ausgesprochen. Es ist aber auch gleichzeitig die Liste der Wörter, die uns sagt, aus welchen Wörtern dürfen die Wortfolgen, die erkannt werden können, überhaupt aufgebaut sein und für welche Wortfolgen muss ich das akustische Modell und das Sprachmodell ausrechnen können. Meistens schlägt man es dem akustischen Modell zu, aber hier in der Formel findet man das implizit auch hier drunter, hier wieder. Denn hier steht die Menge aller möglichen Wortfolgen, die ich in meine Variable W einsetzen kann. Und die wird mir halt implizit definiert durch das Vokabular, aus dem sich diese Wortfolgen zusammensetzen dürfen. Noch eine Sache. Angenommen, ich habe eine Aufnahme einer bestimmten Menge und ich suche jetzt nach der Wortfolge, die gesprochen wurde. Ich weiß, die Wortfolge darf sich zusammensetzen aus Wörtern, die kommen aus einem Vokabular der Länge 10.000. Ist bisher die Menge aller möglichen Wortfolgen endlich? Nö. Kann ja beliebig lang sein. Ich kann beliebig lange Wortfolgen aus diesen 10.000 Wörtern konstruieren. Habe ich erstmal unendlich viele mögliche Wortfolgen und Sätze. Gibt es aber etwas, was mir trotzdem vielleicht eine Obergrenze angibt für die Länge der Wortfolge? Kann man trotzdem irgendwie abschätzen, dass die Wortfolgen vielleicht eine bestimmte Grenzlänge haben sollen. Genau, die Länge der Aufnahme. Die Länge der Aufnahme ist ja auch diskret. Wir machen die Aufnahme ja zeitdiskret. Und sagen wir mal, dass pro Merkmalsvektor zwei Wörter vorkommen, ist eher unwahrscheinlich und in der Praxis unmöglich und wird nicht passieren. Das heißt, eine einfache Abschränkung, eine Einschränkung, eine einfache Obergrenze ist zu sagen, die Anzahl der Wörter in der erkannten Wortfolge darf nicht mehr sein als die Anzahl der Merkmalsvektoren in der Vorverarbeitung. Das ist so eine mögliche Einschränkung. Dann komme ich immerhin dazu, dass ich mich nur noch unter einer endlichen Anzahl an möglichen Wortfolgen bei der Suche entscheiden muss. Und den Rest der Vorlesung werden wir uns jetzt darum kümmern, diese einzelnen Komponenten zu implementieren. Die Vorverarbeitung haben wir schon abgehakt. Da haben wir schon drüber gesprochen. Da können wir das nehmen, was wir so kennengelernt haben. Was wir jetzt noch brauchen, ist das akustische Modell, das Sprachmodell und die Suche. Und als erstes werden wir uns um das akustische Modell kümmern. Das ist somit das Interessanteste an der ganzen Sache. Wie kann ich diese Wahrscheinlichkeit P von X gegeben W modellieren und ausrechnen. Und um das machen zu können, brauche ich stochastische Prozesse. Jetzt muss ich selber immer aufpassen, dass ich mich hier nicht verheddere, weil das ist eine sehr formelle Beschreibung, die aus dem Bereich der Stochastik kommt, die mathematisch schön formell korrekt ist. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich das hinbekomme. Also, ein stochastischer Prozess dient dazu, um zeitlich geordnete, zufällige Vorgänge zu beschreiben. Das macht man in der Regel so, dass man als erstes einen Wahrscheinlichkeitsraum hat. Besteht aus Omega, F und P. Weiß noch einer aus der Wahrscheinlichkeitstheorie, was Omega, F und P sein sollen? Welche Omega, F und P einen Wahrscheinlichkeitsraum aufmachen. Omega ist sowas wie die Menge der elementaren Ereignisse.
zum Beispiel, ich habe einen Würfel, den kann ich würfeln und es kann die Zahl, eine Zahl von 1 bis 6 vorkommen. Dann wären die Zahlen 1 bis 6 sowas wie die elementaren Ereignisse. Und ich kann jetzt anfangen, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen für solche elementaren Ereignisse. Also ich würfel den Würfel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, die Zahl 1 zu bekommen. Ich kann aber auch anfangen, komplexere Ereignisse herzunehmen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich zweimal würfel, zweimal die Zahl 5 bekomme? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich dreimal würfel, beim ersten Mal die Zahl im Intervall 1 bis 3 liegen wird, beim zweiten Mal im Intervall 4 bis 6 und beim dritten Mal ist die Zahl eine 2? Omega sind die elementaren Ereignisse, F sind die richtigen Ereignisse, die ich betrachten möchte. Und diese F sind mathematisch gesehen eine Sigma-Algebra über den elementaren Ereignissen Omega. Was eine Sigma-Algebra? Eine Sigma-Algebra ist so definiert, dass, wenn ich eine Menge Omega habe, dann ist F eine Sigma-Algebra, wenn alle einzelnen, fast alle einzelnen Elemente von Omega Teil von F sind. Wenn ich Teilmengen habe, oder andersrum, F ist ein Unterraum der Potenzmenge von Omega. Also wenn ich die Potenzmenge von Omega bilde, dann ist F davon ein Teilraum. Wenn A in F liegt, dann muss auch Potenzmenge weg A in F liegen. Wenn ich eine endliche Menge von Mengen habe, A1 bis AN, dann muss auch die, und die liegen alle in diesem, in der Sigma-Algebra F, dann muss auch die Vereinigung über alle diese einzelnen Mengen wiederum in der Sigma-Algebra F liegen. Die leere Menge muss Teil von der Sigma-Algebra sein, und ich glaube, das war's. In der Regel ist man bei der Wahrscheinlichkeitstheorie ganz gut, fährt man ganz gut damit, wenn man F direkt als die Potenzmenge nimmt, über diese Menge Omega. Und P ist dann entsprechend die Abbildung, die auch von F in den Wertebereich 0 bis 1 abbildet. Jetzt kommt noch ein dritter Parameter hinzu, die Zeit. Erstmal formell gesehen eine Indexmenge, kriegt den Namen T, weil es halt die Zeit ist. Und das können entweder ganze Zahlen sein oder reelle Zahlen. Wenn ich ganze Zahlen habe, dann habe ich halt eine diskrete Zeit. Wenn ich reelle Zahlen habe, habe ich eine kontinuierliche Zeit. Wir bei uns in der Spracherkennung haben ja bei der Vorverarbeitung das Signal zeitdiskret gemacht. Dementsprechend haben wir hier auch einen diskreten stochastischen Prozess, der uns interessiert. Und so ein stochastischer Prozess X bildet halt ab von Omega nach Z. Oder so ein Prozess X besteht erstmal aus ganz vielen XT, die über diese Indexmenge definiert sind und von Omega nach Z abbilden. Z ist wieder ein Raum mit einer zugehörigen Sigma-Algebra. Und die Abbildung so allgemein einer Zufallsvariable kann man dann über diese einzelnen XTs dadurch machen, indem man einfach sagt, Omega kreuz T bildet ab nach Z und das Ganze muss FZ messbar sein. Das ist wieder eine Definition, die zusagt, ob zwei Mengen miteinander in der Wahrscheinlichkeitstheorie letztendlich kompatibel sind. Ganz einfach gesprochen heißt das nichts anderes, als dass ich ein Ereignis nehme, dem gebe ich noch eine Zeit hinzu und dieses Ereignis zusammen mit der Zeit wird auf eine zugrunde liegende einfache Wahrscheinlichkeitsvariable abgebildet, sodass dann wieder eine Wahrscheinlichkeit herauskommt. Wenn ich jetzt solche stochastischen Prozesse beschreiben will, dann gibt es unter anderem das Modell der Markov-Kette, mit der ich in der Lage bin, so stochastische Prozesse beschreiben zu können. Wie gesagt, unsere Vorverarbeitung ist zeitdiskret, dementsprechend interessieren uns nur zeitdiskrete stochastische Prozesse und dementsprechend interessieren uns auch nur zeitdiskrete Markov-Ketten. Damit ist T eine natürliche Zahl und in der Regel größer gleich 1. Aus irgendeinem Grund arbeitet man nicht mit Zeit T gleich 0, sondern man arbeitet mit Zeit T gleich 1, dann geht's los. Und die Idee hinter Markov-Ketten ist, dass man Zustände hat. Man befindet sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Zustand. Das ist mein
begrenzte Menge an Zuständen. Für jeden Zustand habe ich eine eigene Zufallsvariable x. Und xt ist dann eben gerade diese Zufallsvariable, die zu dem Zustand gehört, zu dem ich mich in einem Zeitpunkt befinde. Und dann, von Zeitpunkt zu Zeitpunkt, bleibe ich entweder in dem Zustand oder ich wechsle in einen anderen Zustand mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit und führe da wieder, bin dann wieder in einem anderen Zustand. Und von dem wechsle ich dann wieder zu einem Zeitpunkt entweder in einen anderen Zustand oder befinde mich in meinem Zustand. Und als Ergebnis dieses Markov-Kettenprozesses bekomme ich so eine Abfolge von Zuständen, die ich über die Zeit hinweg durchlaufe. Ich weiß immer, zu welchem Zeitpunkt befinde ich mich in welchem Zustand. Ich durchlaufe diese Zustände über die Zeit hinweg in einer bestimmten Reihenfolge und das ist sozusagen die Beobachtung, die ich sehe. Jetzt kann man wieder endlichen oder unendlichen Zustandsraum haben. Für uns in der Spracherkennung sind nur endliche Zustandsräume interessant. Das heißt, ich habe eine endliche Menge von Zuständen, zwischen denen ich hin und her wechsle über die Zeit hinweg und die ich beobachte. Jetzt kann man diese Markov-Ketten noch weiter einschränken und kommt dann zu Markov-Ketten einer bestimmten Ordnung. Das hängt alles damit zusammen, mit der Wahrscheinlichkeit, wenn ich mich zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Zustand befinde, wie sieht die Wahrscheinlichkeit jetzt aus, in einen anderen Zustand zu wechseln? Prinzipiell könnte der erstmal im allgemeinsten Fall davon abhängen von allen Zuständen, die ich in der Vergangenheit besucht habe. Das heißt, ich weiß, zu einem bestimmten Zeitpunkt t bin ich bisher die Zustände s zum Zustand 1 bis s zum Zustand t minus 1 durchlaufen. Jetzt befinde ich mich zum Zustand im Zeitpunkt t und die Wahrscheinlichkeit dafür, in alle anderen Zustände überzugehen, die hängen davon ab, welche Zustände ich alle in der Vergangenheit durchlaufen habe. Und diese Historie, die schränke ich jetzt ein. Die Wahrscheinlichkeit, jetzt also in einen neuen Zustand zu gehen, im nächsten Zeitpunkt, die hängt nicht dann mehr ab von der gesamten Historie, alle Zustände, die ich in der Vergangenheit durchlaufen habe, sondern ich schaue nur noch n Zustände in die Vergangenheit. Ich schaue mir nur noch die letzten n Zeitschritte an und davon abhängig mache ich dann die Wahrscheinlichkeiten, in andere Zustände überzugehen. Und für die Spracherkennung und für viele Anwendungen im Allgemeinen ist insbesondere interessant Markov-Ketten erster Ordnung. Sprich, die Wahrscheinlichkeiten dafür, in einen anderen Zustand zu gehen, hängen nur noch davon ab, in welchem Zustand ich mich befinde. Und wenn ich das mache, kann ich so eine Markov-Kette erster Ordnung mit relativ wenig Parametern beschreiben. Was ich erstmal brauche, sind Anfangswahrscheinlichkeiten. Ich brauche für jeden Zustand eine Wahrscheinlichkeit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich überhaupt zum Zeitpunkt 1 in diesem Zustand befinde? Das ist ein Vektor von Zahlen, jede Zahl liegt zwischen 0 und 1, der Vektor muss sich zu 1 aufaddieren, ist dann eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und wenn ich halt da so viele Zahlen, wie ich habe, wie ich Zustände habe, dann ist das Ganze dann eben die Anfangswahrscheinlichkeitsverteilung. Und dann für jeden Zustand brauche ich jetzt noch die Wahrscheinlichkeit, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, in jeden anderen möglichen Zustand inklusive mir selber überzugehen. Das heißt, für jeden Zustand habe ich einen Vektor von solchen Wahrscheinlichkeiten. Und wenn ich diese Vektoren zusammentue, dann komme ich zu einer Matrix, die mir jeweils sagt, die Wahrscheinlichkeit, im Zustand 1 zu sein und wieder in den Zustand 1 überzugehen, ist eben Wahrscheinlichkeit P1 1. Und die Wahrscheinlichkeit, im Zustand M zu sein und in Zustand M wieder überzugehen, ist PM von M. Und da das nicht mehr von der Vergangenheit abhängt, hängt es jetzt nur noch ab von, in welchem Zustand bin ich im Augenblick und in welchen Zustand möchte ich übergehen. Das heißt, von der Markov-Kette erster Ordnung wird komplett beschrieben durch diese Matrix an Übergangswahrscheinlichkeiten und durch diesen initialen Vektor von Anfangswahrscheinlichkeiten. Das einzige Unschöne ist, dass man in dieser Definition hier noch den Parameter t hat. Das heißt, für jeden Zeitpunkt hat man eine eigene Matrix. Das heißt, theoretisch könnten diese Wahrscheinlichkeiten sich über die Zeit hinweg noch ändern. Und das ist einem auch zu kompliziert und das schränkt man auch entsprechend ein und kommt dann zu sogenannten homogenen Markov-Ketten.
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Zeit keinen Einfluss mehr hat auf die Übergangswahrscheinlichkeiten, die also völlig unabhängig sind von der Zeit und immer gleich sind für alle Zeitschritte t, dann nennt man das Ganze eine homogene Markov-Kette und wird dann vollständig durch eine einzige Matrix und durch einen einzelnen Vektor beschrieben. Und mit solchen homogenen Markov-Ketten erster Ordnung lässt sich relativ gut arbeiten und es stellt sich heraus, dass für die automatische Spracherkennung solche Ketten ganz interessant sind. Es gibt auch einfachere Beispiele, für was sowas interessant sein könnte. Zum Beispiel kann man damit relativ schön generative Modelle machen, die einem zufällige Namen oder zufällige Wörter generieren. Das hier zum Beispiel ist so eine Webseite. Früher gab es schönere Webseiten, aber in letzter Zeit sind die ein bisschen schlechter geworden. Was man da gemacht hat, ist, dass man zum Beispiel sich die Menge aller möglichen Wörter, die es gibt, hernimmt und dann ausrechnet, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass auf einem bestimmten Buchstaben ein anderer Buchstabe folgt, durch simples Auszählen. Und was man jetzt machen kann, ist, dass man zum Beispiel sagt, ich fange mit einem ersten Buchstaben an, C, und möchte mir Wörter generieren lassen, die mindestens 4 Zeichen lang sind. Und dann kann man anfangen, sich einfache Wörter generieren zu lassen, indem man einfach anfängt zu würfeln. Man ist also im Zustand C, würfelt eine Wahrscheinlichkeit aus, gemäß der Wahrscheinlichkeitsverteilung, die einem sagt, okay, vom Buchstaben C kann ich mit der und der Wahrscheinlichkeit in alle anderen möglichen Buchstaben übergehen. Gemäß dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung würfelt man, wählt dann den nächsten Zustand, geht in den über und so weiter und so fort. Generiert einfach Ausgaben. Und dann kommt sowas bei raus. Das sind Wörter, die müssen nicht existieren, die können existieren. Also sowas wie Chantage oder Kohosh oder sowas zum Mosley gibt es vermutlich nicht. Aber so Wörter wie Circulating zum Beispiel, sowas existiert. Und man kann damit auf die Art und Weise Wörter generieren, die im Allgemeinen auch Nonsens sein können, die aber, wenn wir sie sehen und von unserem Gefühl nach, durchaus normale Wörter sein können. Also so können sehen Wörter im Allgemeinen aus, unabhängig davon, ob ich sie jetzt kenne oder nicht. Und das kann man auch mit Namen machen. Wenn man das auf Namen loslaufen lässt, da habe ich leider kein schönes interaktives Beispiel gefunden. Da gibt es zwar jede Menge Skripte, die man sich runterladen kann oder Klassen. Das ist jetzt hier ein Beispiel, da hat das auch einfach mal einer loslaufen lassen und sich halt Namen generieren lassen. Man hat sowas halt auch mal auf Namen trainiert, großen Mengen von Vornamen. Lässt sowas dann mal mit unterschiedlichen Anfangsbuchstaben oder einfach allgemein von Null an mit einer Anfangswahrscheinlichkeit loslaufen. Und dann kommen solche Sachen heraus wie Pantelope, Jackigar, Ponycat und so weiter. Das klingt alles ähnlich wie Namen, das könnten durchaus Namen sein, aber ich glaube, von denen, die hier rausgekommen sind, ist keiner dabei, den es auch in der, gibt. Aber auf die Art und Weise hat man schon mal ein generatives Modell, das anscheinend gar nicht so schlecht für natürliche Sprache geeignet ist. Man könnte sich auch andere Sachen vorstellen, dass man zum Beispiel ein einfaches Wettermodell macht, indem man sagt, es gibt irgendwie 2 Zustände, sonnig und regnet, und dann oder bewölkt, hat 3 Zustände, sonnig, regnerisch, bewölkt, weiß dann, hat dann Wahrscheinlichkeiten dafür, wenn es, was ich, bewölkt ist, gibt es halt eine Wahrscheinlichkeit dafür, in sonnig zu gehen, in regnerisch oder bewölkt zu bleiben, und so macht man das für alle. Und dann kann man sich hergehen und anfangen, Fragen zu stellen. Man kann also erstmal generieren, vom aktuellen Zustand kann man einfach neue Zustände generieren. Man kann aber auch anfangen, Hypothesen durchzurechnen. Also ich weiß, heute ist es sonnig. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann die nächsten Tage sonnig ist und danach regnerisch? Im Vergleich dazu, wie sieht es aus, dass es die nächsten Tage bewölkt und sonnig ist? Und dann kann man zum Beispiel alle Möglichkeiten durchrechnen, die
in 3 Tagen im Zustand sonnig enden und die in 3 Tagen im Zustand regnerisch enden und die in 3 Tagen im Zustand bewölkt enden. Und dann kann man Wahrscheinlichkeiten dafür angeben, wie das Wetter in 3 Tagen wohl aussehen wird, gemäß diesem Modell. Das ist natürlich ein sehr einfaches Modell. Moderne meteorologische Modelle arbeiten ein bisschen komplizierter und genauer. Aber auf die Art und Weise kann man dann anfangen, Vorhersagen zu treffen, zum Beispiel. Oder man kann Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Sequenzen bewerten. Man kann zum Beispiel auch, angenommen, ich habe irgendeine Buchstabenfolge und ich habe mal ein Modell trainiert, das auf Namen trainiert wurde. Dann kann man zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit dafür berechnen, ob das jetzt ein Name ist oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es ein Name ist, ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass mein Markov-Modell, das auf Namen trainiert wurde, genau diese Beobachtung hervorgenommen hat. Und dann kann man zum Beispiel einen Schwellwert anlegen und sagen, wenn es über einen bestimmten Schwellwert ist, ist es Name und ansonsten klassifiziere ich es eben als nicht als Name. Das ist ein sehr schönes Modell und ist relativ einfach mit zu rechnen. Nur leider ist es so, dass wir sehr häufig die zugrunde liegenden Zustände gar nicht kennen. Sondern häufig machen wir irgendwelche Beobachtungen. Wir wissen, dem liegt ein zeitlicher stochastischer Prozess zugrunde. Der hat bestimmte Menge von Zuständen. Aber beim Draufgucken auf die Beobachtung wissen wir noch nicht automatisch, welcher Zustand das war. Bei der Spracherkennung wäre das ja schön. Beobachten tun wir immer so Merkmalsvektoren. Und angenommen, wir könnten auf so einen Merkmalsvektor drauf gucken und wüssten, welches Phonem das ist. Dann hätten wir die Spracherkennung ja schon zum großen Teil gelöst. Leider ist es aber so, dass wir zwar den Merkmalsvektor sehen, aber wir wissen nicht, zu welchem Phonem es ist. Wir wissen, die menschliche Sprache ist eine Abfolge von Phonemen. Da wurden Phoneme in der Reihenfolge produziert und bei jedem Phonem wurde eine Menge von Merkmalsvektoren extrahiert. Emittiert. Die können variieren, die sehen unterschiedlich aus. Und am Ende sehen wir diese Folge von Merkmalsvektoren und wir gucken drauf und wissen, jeder Merkmalsvektor gehört irgendwie zu einem Phonem. Und diese Phoneme wurden in Sequenz gesprochen. Aber wir wissen leider nicht die genaue Zuordnung, welcher Merkmalsvektor gehört jetzt zu welchem Phonem. Diese Menge der Zustände, die ist uns verborgen. Und wenn man damit umgeht, kommt man zu den sogenannten Hidden-Markov-Modellen. Bei Hidden-Markov-Modellen ist es so, dass man jetzt diesen zweistufigen Prozess hat. Es gibt Zustände, wie bei einer Markov-Kette kann man zwischen den Zuständen hin und her wechseln, aber wir sehen den Zustand nicht. Das Einzige, was wir sehen, ist irgendetwas, was der Zustand emittiert hat. Und das, was der Zustand emittiert, das emittiert er wieder gemäß einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das ist wieder ein zweiter stochastischer Prozess. Deswegen sagt man auch, dass Hidden-Markov-Modelle einen doppelten stochastischen Prozess modellieren. Wenn man sich das veranschaulichen will, kann man das relativ gut mit Münzwürfen machen. Einfacher Münzwurf kann relativ leicht als stochastischer Prozess modelliert werden. Also ich will Kopf oder Zahl bei einer Münze haben. Ich werfe die Münze und sehe sofort das Ergebnis. Es ist entweder Kopf oder es ist Zahl. Und dann werfe ich die Münze und werfe und jedes Mal notiere ich mir das Ergebnis. Und das kann ich als relativ einfachen stochastischen Prozess hinschreiben. Ich habe Zahl und ich habe Kopf. Und wenn das eine ideale Münze ist, dann bekomme ich mit der Wahrscheinlichkeit 0,5 beim nächsten Wurf wieder Zahl. Mit der Wahrscheinlichkeit 0,5 gehe ich über zu Kopf und wenn ich bei Kopf bin, dann gehe ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 wieder zurück zur Zahl oder bleibe mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 drin. Das ist so alles wie eine ideale Münze. Jetzt kann es sein, dass die Münze gezinkt ist. Irgendwer hat an der Münze manipuliert, hat irgendwo Blei reingelegt oder so, das dafür sorgt, dass zum Beispiel, wenn ich in Zahl bin, die Münze eher auf Kopf umschwenkt und wenn ich im Kopf bin, dann bleibt die zum Beispiel eher im Kopf drin. Dann hätte ich da eine gezinkte Münze
Und kann aber trotzdem das Ganze immer noch mit einem Markov-Prozess modellieren, weil ich jedes Mal sehe, was ist denn das Ergebnis des Münzwurfes. Jetzt nehme ich zwei Münzen her und sage, die Münzen sind wieder nicht ideal, sondern die Münzen sind gezinkt. Und ich mache einen kleinen Vorhang. Und was jetzt der Münzwerfer macht, hinter dem Vorhang entscheidet er sich für eine von beiden Münzen, nimmt die Münze her, wirft die Münze und ruft mir dann zu, es war Kopf oder es war Zahl. Und wenn er sie hingelegt hat, entscheidet er sich wieder, entweder nehme ich die Münze nochmal oder ich wechsle zu der anderen Münze über, wirf die und ruft mir wieder zu, Kopf oder Zahl. Was ich jetzt beobachten kann, ist eben nur diese Reihenfolge der Ergebnisse der Münzwürfe, aber ich weiß nicht mehr, mit welcher Münze diese Münzwürfe durchgeführt wurden. Und sowas kann man dann entsprechend mit Hilfe eines Hidden Markov-Modells machen. Der Zustand ist jetzt nicht mehr gleich dem Ergebnis. Bei der einfachen Münze war der Zustand noch gleich des Ergebnisses, Kopf oder Zahl, sondern der Zustand wird jetzt modelliert, nehme ich Münze 1 oder nehme ich Münze 2. Und der Münzwerfer, der da hinter seinem Vorhang agiert, der hat eine bestimmte Präferenz, jeweils in die eine oder in die andere Münze überzugehen. Nennen wir mal Pi von Wechseln. Und das Ganze für Münze 1. Und hier dementsprechend hat er eine Wahrscheinlichkeit P von Wechseln für Münze 2. Und das hier ist dann dementsprechend 1 minus P von Wechseln Münze 2. Zum Beispiel sowas in der Art. Auf die Art und Weise kann ich jetzt schon mal modellieren. Bin ich hin und her gesprungen. Und dann kann ich jeder einzelnen Münze eine Ausgabe, eine Emission zuweisen. Und die macht halt Kopf mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit und Zahl mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Und die hier macht Kopf mit einer anderen Wahrscheinlichkeit und Zahl mit einer anderen Wahrscheinlichkeit. Das wäre zum Beispiel so ein einfaches Hidden-Markov-Modell, dass das bestimmen würde. Das hier soll im Prinzip dazu hinführen, was man machen will. Also, das ist noch für die einfache Münze. Wenn ich jetzt zwei gezinkte Münzen habe, dann habe ich genau das Bild. Ich habe meine beiden Münzen, die Übergangswahrscheinlichkeiten und für jede Münze habe ich eine Wahrscheinlichkeit, mit der sie Kopf oder Zahl ausgibt. Jetzt kommt als Komplikation noch hinzu, angenommen, ich weiß nicht, wie viele Münzen der hinter dem Vorhang hat. Er hat mehrere Münzen, die gezinkt sind, zwischen denen wechselt er hin und her und dann macht einen Münzwurf, gibt das Ergebnis mit. Ich könnte auch annehmen, dass er drei gezinkte Münzen hat. Dann würde das Ganze so aussehen. Dann habe ich dann drei Zustände, für jede Münze einen. Ich habe die alle Übergangswahrscheinlichkeiten und ich habe für jede der drei Münzen eine Emissionswahrscheinlichkeit dafür, ob sie Kopf oder Zahl gegeben hat. Welches Modell ist angemessen? Idealerweise natürlich das Modell, das so viele Zustände hat, wie es Münzen gibt. Wenn ich jetzt nicht weiß, wie viele Münzen es sind, was mache ich dann? Wenn der drei Münzen hat und ich nehme nur zwei Zustände, dann habe ich ein Modell, das nicht mächtig genug ist, um diesen Prozess, wie er tatsächlich passiert, modellieren zu können. Nehme ich ein Modell mit drei Münzen, aber der hat nur zwei Münzen, dann habe ich kein Problem. Weil alles das, was das Zweiermodell machen kann, das kann das Dreiermodell auch machen. Bräuchte ich zum Beispiel nur lernen, dass die Übergangswahrscheinlichkeiten von 1 nach 3 und von 2 nach 3 jeweils 0 sind.
Der einzige Nachteil, den das hat, ist, ich habe halt sehr viele mehr Parameter als beim Zweiermodell. Das heißt, um die Parameter robust schätzen zu können, bräuchte ich halt mehr Trainingsdaten. Deutlich mehr Trainingsdaten als bei einem Zweiermodell. Aber wenn ich da die Anzahl der Münzen überschätze, passiert nichts Schlimmes. Ich habe nur mehr zu rechnen und mehr Parameter zu trainieren. Das ist halt das, was das ausdrückt werden. Die Anzahl der Parameter steigt halt quadratisch an, ist damit am mächtigsten, kann alles das, was die unteren Modelle auch können. Wenn natürlich in Wirklichkeit 4 Münzen verwendet wurden, ist das Modell wiederum nicht mächtig genug. Um sich jetzt zu überlegen, was so ein Hidden-Markov-Modell alles machen kann, verwendet man häufig das Urne-Ball-Modell. Auf die Art und Weise kann man so ein Hidden-Markov-Modell recht gut in den Griff bekommen. Man nimmt einfach pro Zustand eine Urne an und in jeder Urne sind halt Bälle verschiedener Farben in unterschiedlichen Mengen miteinander vermischt. Und was man jetzt macht, ist, man wählt sich eine Urne aus, zieht einen Ball, guckt sich an, welche Farbe der hat, legt den Ball wieder zurück. Und dann wählt man eine neue Urne, basierend darauf, was im aktuellen Mann für eine Urne hat. Dieses Wählen der neuen Urne ist auch ein Zufallsprozess, der zu der Urne gehört. Man könnte sich das auch so vorstellen, dass man eine Urne hat, gibt es auch diese Essig-Öl-Fläschchen, dass man so eine Urne hat mit zwei Hohlräumen. In dem einen Hohlraum zieht man raus Bälle unterschiedlicher Farbe und in dem anderen Hohlraum zieht man raus Bälle mit Zahlen von 1 bis 3 und je nachdem, welchen Ball man rauszieht, welche Zahl da drauf steht zu der Urne, wechselt man als nächstes. Das ist so das Urne-Ball-Modell, mit der man sich die Funktionsweise eines Hidden-Markov-Modells immer überlegen kann. Mathematisch ist ein Hidden-Markov-Modell auf die Art und Weise definiert. Und ich weiß, mathematische Definitionen sind langweilig, aber das ist eine Definition, die ist so elementar wichtig, die muss man wirklich können. Also die muss jeder in- und auswendig runterbeten können. Wenn ich nachts um 3 irgendwo anrufe und jemanden aus dem Schlaf reiße und frage, was ein Hidden-Markov-Modell, dann muss das runtergehen. Ein Hidden-Markov-Modell ist ein Quintupel bestehend aus dem hier. Also ein Hidden-Markov-Modell wird definiert durch 5 Dinge, deswegen ein Quintupel. Als erstes seine Menge der Zustände, die Urnen, zwischen denen ich hin und her wechsle. Dann gibt es ein Alphabet mit Symbolen. Das sagt mir, wie viele Farben dürfen die Bälle in der Urne haben. Dann gibt es eine Übergangsverteilung. Das ist das, wenn ich eine bestimmte Urne habe, mit welcher Wahrscheinlichkeit nehme ich für den nächsten Zeitschritt eine andere Urne? Und welche andere Urne? Dann brauche ich die Ausgabewahrscheinlichkeiten. Das ist das Verhältnis, mit der die Bälle unterschiedlicher Farben in einer Urne gemischt sind. Und ich brauche eine initiale Zustandsverteilung, die mir angibt, welches ist die Urne, die ich als erstes nehmen werde, aus der ich als erstes ziehen werde. Und jetzt gibt es eine kleine Komplikation. Man kann an diesem Alphabet was ändern. Bisher war es so, das Alphabet ist diskret. Ich habe also diskrete Farben, aus der meine Bälle zusammengesetzt sind. Ich hatte hier bei der Ausgabe entweder Kopf oder Zahl, 2 diskrete Möglichkeiten. Wir in der Spracherkennung beobachten Merkmalsvektoren aus einem kontinuierlichen Raum, aus dem R auch N. Der ist nicht mehr diskret. Das heißt also, statt eines diskreten Alphabetes könnte ich auch einen kontinuierlichen Raum setzen. Zum Beispiel die Menge aller reellen Zahlen, die Menge, den Raum R hoch N. Und wenn ich das mache, passiert halt wieder an anderer Stelle was. Wenn ich statt eines diskreten Alphabets habe, dann muss ich bei den Ausgabewahrscheinlichkeitsverteilungen was ändern. Dann habe ich nämlich keine Ausgabewahrscheinlichkeitsverteilung mehr, sondern dann muss an die Stelle der Ausgabewahrscheinlichkeitsverteilung entsprechend die Wahrscheinlichkeitsdichte treten, weil ich sonst wieder das Problem habe, dass Wahrscheinlichkeit gleich 0 ist, wenn ich überabzählbare unendlich viele Ereignisse habe. Und je nachdem, ob ich halt einen kontinuierlichen Symbolraum habe für meine Ausgaben oder ob ich ein diskretes Alphabet habe, spreche ich halt von einem diskreten HMM oder einem kontinuierlichen HMM.
Und jetzt kann man mit dem HMM halt auch wieder Sachen machen. Das Einfachste ist halt die Beobachtungsgenerierung. So wie wir das hier gesagt haben. Ich wähle halt eine Urne aus, ziehe aus der Urne eine Kugel raus, wähle also die Ausgabe gemäß der Wahrscheinlichkeitsverteilung. Dann gucke ich mir die zweite Wahrscheinlichkeitsverteilung an, die zu der Urne gehört, die Übergangswahrscheinlichkeitsverteilung. Wähle eine neue Urne aus, gemäß dieser Übergangswahrscheinlichkeit. Gehe dahin. Zeit wird um einen Zeitschritt erhöht. Und ich mache das Ganze wieder von vorne. Ziehe meinen Ball, wähle neue Urne, ziehe Ball, wähle neue Urne. Wenn man jetzt in der Literatur sieht, liest, gibt es wieder noch eine kleine Komplikation an kleine Unschönheiten. Manche machen das so wie hier, dass ich zu einem Zeitpunkt bin, ziehe, mache dann einen Übergang in den nächsten Zeitraum. Andere machen es so, dass sie den Übergang machen und dann ziehen. Dass also die Beobachtung, dass sie erst ziehen und dann den Übergang machen. Der Unterschied ist einfach, ob die Beobachtungen an den Zustand oder an den Zustandsübergang geknüpft sind. Das macht zwar bei der Mathematik, beim genauen Berechnen von Wahrscheinlichkeiten, wie man sie ausrechnet, einen Unterschied. Bei der Mächtigkeit der Modelle macht es keinen Unterschied. Ob ich jetzt die Ausgabewahrscheinlichkeit an die Urne oder an den Übergang dran knüpfe, macht von der Mächtigkeit her keinen Unterschied. Man muss nur aufpassen, je nachdem, welches Buch man liest, welches Paper man liest, machen sie es manchmal so oder manchmal so. Die IBM-Variante ist die Variante, wo die Emissionswahrscheinlichkeiten an die Übergänge geknüpft sind. Und wenn man das Ganze dann entsprechend hinschreiben will, was so wie so ein Prozess abgelaufen ist, so ein HMM-stochastischer Prozess, dann kommt man zu der sogenannten Trellis. Das ist schon sehr ähnlich zu dem, was man zum Beispiel beim DTW hatte, nur jetzt macht man halt nicht mehr Merkmalsvektoren an jedem Zeitpunkt, sondern was man jetzt hat, ist hier unten die Zeit, die einzelnen Zeitschritte, an der Stelle hier die einzelnen Zustände und für jeden Zeitschritt habe ich noch die Beobachtung, die gemacht wurde. Das heißt, hier zum Zustand 1 zum Zeitpunkt 1 befand ich mich oben im Zustand N-1 und habe zum Zeitpunkt 1 eine rote Kugel rausgezogen. Dann bin ich übergegangen zum Zustand N-2, zum Zeitpunkt 2, und habe wieder eine rote Kugel gezogen. Dann bin ich wieder zurückgesprungen zum Zustand N-1 und habe dann zum Zeitpunkt T-1 wieder eine rote Kugel gezogen. Dann bin ich hier gesprungen zum Zustand 3, habe wieder eine rote Kugel gezogen und so weiter und so fort. Und auf die Art und Weise kann man auftragen, was genau das HMM bei der Generierung dieser Ausgabesequenz gemacht hat, wenn ich auf die Art und Weise eine Ausgabesequenz generiere. Und diese Darstellung mit diesem Gitter, Zeit, unten noch die Beobachtungen dran und die Zustände auf der anderen Achse, die nennt man dementsprechend die HMM-Trellis. Weiß einer, was Trellis auf Deutsch bedeutet? Eine Trellis ist ein Gartengitter, ein Pflanzgitter. Und dementsprechend, das sieht halt aus wie so ein Pflanzgitter, wo man halt so Ranken dran hochlegen lässt mit so Stangen und Querstreben. Deswegen nennt man halt das HMM-Rankengitter. Oder halt die HMM-Trellis, klingt halt cooler. Gut. Bei HMMs ist es interessant, dass es bei HMMs sind hilfreich insgesamt, wenn man drei Probleme beachten möchte. Und diese drei Probleme sind auch fundamental wichtig bei HMMs und die muss man dann auch entsprechend auswendig kennen und wissen, wie man sie löst und mit welchem Algorithmus sie löst. Dazu kommen wir dann aber beim nächsten Mal. Das macht keinen Sinn, das heute mehr anzufangen. Jetzt aufgepasst, Mittwoch, die Vorlesung wird ausfallen, weil ich auf Reisen bin und auch alle anderen, die Vorlesung halten könnten, auch mit mir auf Reise sind. Die Vorlesung am Montag werde ich dann von der Ferne aus halten, wieder per Skype. Das muss man dann noch arrangieren. Und die Vorlesung am Mittwoch selber wird dann wieder ausfallen. Ich könnte sie vermutlich theoretisch zeitlich sogar schaffen, sie zu halten, aber ich werde da wahrscheinlich so durch den Wind sein, dass das kein
Sinn hat, dass ich dann Vorlesung halte. Das heißt also, die nächsten beiden Mittwoche werden die Vorlesungen ausfallen und Montag dann einmal per Fernvorlesung wieder. Okay, dann hören wir uns Montag wieder. Bis dann.